Moin Leute, ich hatte vor kurzem ein Video gemacht zum Lito Suito, also ein Rollentrainer mit Direktantrieb für etwa 600 Euro. Den habe ich ausgepackt und habe ihn testen wollen. Leider war ich so dumm und habe Musik drüber gelegt und das Mikrofon, was ich noch nicht hatte, war halt auch nicht so gut. Und deswegen hat die Qualität natürlich massiv gelitten. Deswegen habe ich mir vor ein paar Tagen gedacht, naja, jetzt fahre ich ja Swift. Und ich habe mir mittlerweile auch noch ein Sprintboard gebaut, also mache ich nochmal ein neues Video, zeige euch die Vorteile vom Sprintboard und zudem könnt ihr nochmal die Lautstärke vom Lito Suito hören. Das Mikrofon steht im Übrigen etwa 2 Meter vom Suito entfernt. Wir sind bei etwa 60 Dezibel und ja, die Schaltung ist lauter, von daher kann man auch nicht meckern. In diesem Video soll es aber viel mehr darum gehen, ob man ein Sprintboard braucht oder nicht. Natürlich braucht man kein Sprintboard, aber man muss eben sagen, die Leute, die mit Sprintboard fahren, die wollen auch nie wieder ohne. Warum? Auf Englisch heißt das Ganze Rockerplatte oder Rockerplate oder Rocketplate. Auf Deutsch sozusagen Wackelbrett. Das ganze Teil soll einfach nur die Steifigkeit aus dem Trainer nehmen und soll das Fahren nicht nur möglichst angenehm machen, sondern auch möglichst realitätsnah. Im folgenden Video könnt ihr euch das Ganze mal ansehen und könnt euch die Lautstärke anhören vom Suito. Ich habe mein Sprintboard selber gebaut nach der Anleitung vom Kellersprinter. Und für die Leute, die Interesse an so ein Sprintboard haben, ob nun Zubehör, ob nun ein Sprintboard an sich, der Kellersprinter hat mir freundlicherweise einen Gutscheincode von 5% angeboten. Also ihr spart 5%. Egal ob nun Sprintboard oder ob Zubehör, ob Ballpumpe. Und ja, man kann sich das Zubehör eben auch selber kaufen, aber letztendlich das bisschen Geld, was man mehr bezahlt, das verfährt man und von daher ist das eigentlich relativ fair und ich habe das genauso gemacht. Ich werde die Anleitung im Kellersprinter unter dem Video verlinken und ja, ich hoffe, ich kann euch bei eurer Entscheidungsfindung ein wenig helfen und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es doch in die Kommentare, ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Und viel Spaß mit dem Rest vom Video. Wir haben Swift laufen. Das Mikro ist so knapp 2 Meter vom Rollentrainer entfernt, etwa 60 Dezibel veranstaltet der Trainer. Und das Positive am Rollentrainer oder am Sprintboard allgemein ist, der Trainer ist ja fest auf dem Sprintboard. Und dadurch kann man allein schon so entspannt hin und her wippen, wie halt auf der Straße. Wenn der Trainer eben ohne Sprintboard steht, dann ist das Ding halt ziemlich steif. Der Suito, der federt ein bisschen, aber selbst da musste ich sagen, im Vergleich zu ohne, tat mir denn doch schon nach einer Weile der Hintern weh. Und ich habe halt auch einen Sattel, der ist ziemlich hart. Und ja, ich kann es nur empfehlen und ich möchte gar nicht mehr ohne fahren, ganz ehrlich. Das Positive an dem Ganzen ist halt, man fühlt sich ähnlich wie auf der Straße. Und ja, man federt mit, man kann sich bewegen, man ist nicht nur steif, man ist nicht nur starr. Die meisten, die sich so einen Trainer holen, die geben halt bestimmt mindestens 600 Euro aus, so wie ich. Und ganz ehrlich, was sind da 100 Euro oder 150 Euro für ein Sprintboard? Das Ganze ist es doch wert. Weil immerhin ist es eine Investition für, ich sag mal, ein paar Jahre hoffentlich. Und ja, wir alle sitzen, sage ich mal, bestimmt 5 bis 6 Stunden, wenn nicht länger, auf dem Trainer in der Woche. Und was ist da schöner als Spaß, oder? Ich werde euch den Kellersprinter noch verlinken und wenn ihr dort Just High Fine geht, bekommt ihr einen kleinen Rabattcode von 5% auf Sprintboards und auf Zubehör. Von daher, jetzt könnt ihr euch noch anhören, wie laut der Trainer ist. Was ist eure Meinung dazu? Fahrt ihr ohne Sprintboard? Habt ihr auch eins? Oder wie habt ihr das gelöst? Der nächste Vorteil zudem ist eben, das Sprintboard ist wie ein doppelter Boden und das Ganze nimmt halt nochmal ein bisschen Schall raus. Das heißt, die Nachbarn unter euch freuen sich. Ich habe mir mein Sprintboard selber gebaut und dazu kommt demnächst auch noch ein Video. Und ja, falls ihr das sehen wollt, abonniert doch den Kanal. Das Video kommt so etwa um Weihnachten rum. Ich denke mal, bis dahin habe ich es fertig. So, mit ein bisschen Material. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, sich so ein Teil zu bauen. Ich habe mich halt für die große Variante entschieden. Einfach mal, weil es schöner ist. Das Nervige ist halt bei der kleinen Variante, man muss sich eine Vorderstütze bauen. Und im schlimmsten Fall rutscht das Ganze.
Und so habe ich eins im einen. Und das nimmt auch nicht so viel Platz weg. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde es nach Möglichkeit beantworten. Und ich hoffe, die Tonqualität ist dementsprechend gut, dass man ein bisschen was hört, wie laut der Suito ist. Und auf jeden Fall kann man richtig gut auf den Teil leiden.